Hi, und auch heute lege ich für dich die Karten und wie du mich auch kennst, also ganz abwechslungsreich. Heute habe ich die Karten von Nadine Breitenstein, also rausgesucht hier in meine Schatztruhe oder Schatzkiste. Ja, das sind die Claire Story Cards, also verschiedene. Also die Nummer 1, die Nummer 2 und selbst die Nummer 3. Wow, was sind die schönen kleinen griffigen Karten. So, und jetzt legen wir natürlich die Karten für dich und für deinen Herzensmenschen. Und wenn sich hier natürlich die Karten doppelt zeigen, dann wundere dich nicht. Ich habe keine Zeit, das aufzuräumen und dann vermischt sich das eine oder der andere schon mal mit der Karte, aber das hat für mich eine eigene Bedeutung, ja? Also, ich würde sagen, du stimmst dich jetzt erstmal auf dein Herz ein und dann natürlich anschließend auf das Herz von deinen Herzensmenschen. Stimme dich auf dein Herz ein. Was sollst du jetzt hier so von dir auch wirklich wissen? Oh, da kommen schon die Karten, das ist doch unglaublich, was jetzt sich hier wieder zeigt, ja? Also ich hoffe, ihr vermisst meine Klangschale. Also nächste Mal, also demnächst werde ich sie auch wieder mal hier mit einbeziehen. So habt ihr dann auch natürlich auch so ein bisschen Abwechslung und ja, dann ist das so. Jetzt ist man auch mal ohne jetzt der Fall. So, jetzt schauen wir jetzt dein Herzelein. Oh, da geht es heiß her. Da geht es heiß her. Da geht es heiß her. Wir schauen auch deine Wünsche an. Denn also deine Wünsche sind ja auch da, ne? Also deine Wünsche oder Sehnsüchte sind natürlich auch da. So, also was jetzt momentan die Energie bei dir los ist, ja? Die Energie, kann ich dir jetzt schon mal sagen, ihr seid getrennt. Also der ist nicht da, der Mr. Right ist nicht da, ist die Trennungskarte da bei dir. Also das sehe ich jetzt hier schon schwarz auf weiß. Also wie du siehst, ihr seid getrennt. Also im Gedanken, du machst dir sehr viele Gedanken, bist komplett ausgebrannt und ja, dann denkst du auch, mein Gott, was soll diese ganze Kram? Also das ist wie in der Wüste, also da bist du komplett ausgebrannt, weil du fühlst, dass dein Seelenpartner ist, du fühlst das. Und das ist so intensiv, aber du bist es so leid, diese On-Off-Geschichte, diese Beziehung, diese On-Off-Beziehung. Da ist er mal wieder da, dann geht er mal wieder, da kommt er mal wieder, wie der lustig ist. So, ja, und im Herzen hast du diese Co-Abhängigkeit. Ja, kann ich verstehen. Dann sagst du auch, ja, ich fühle mich so schlecht und der ist ja wieder nicht da und. Ja, und warum ist er denn wieder weg und warum schreibt er denn nicht? Also komplett diese Co-Abhängigkeit und du willst endlich aktiv werden. Du willst diese Liebe leben, definitiv. Und also du willst auch wirklich eine Reife hier auch erfahren, eine Reife. Ja, also im Herzen, du fühlst, dass es jetzt schon an der Zeit ist, also in die nächste Stufe weiterzugehen, das fühlst du. So, was ist jetzt wirklich im Außen wirklich der Fall? Im Außen sehe ich hier die Affäre. Ja, weil also du, also entweder ist er auch verpflichtet, also die Verpflichtungen und die Beschleunigung, vielleicht auch durch diese Verpflichtungen kommt es nur zur Affäre und also gar nicht so zur richtig feste Beziehung. Und du willst das hier beschleunigen, auf jeden Fall. Ja, das willst du. Aber was so dein Wunsch ist, aus dieser Undurchsichtigkeit rauszukommen, aus dieser Hoffnungslosigkeit rauszukommen und auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, das ist so dein Herzenswunsch und das willst du so haben, ja? Jetzt gehen wir zu Claire Story Cards 2. So, lass uns noch mal schauen. Was sollst du auch noch wissen? Also bei dir, du denkst schon, du hättest schon also so Fortschritt gemacht. Also das denkst du schon, ne? Also das denkst du. So, und ja, also du denkst, ja, du bist schon ein bisschen neutral, du hast schon ein bisschen Abstand zu diesem ganzen Geschichte gefunden. Das denkst du, ja? So, auf jeden Fall weißt du, dass du diesen Mann liebst, ja? Und
Also, was du im Herzen bereust, also du hast hier eine gewisse Reue, also der ist schon sehr, sehr temperamentvoll. Also da ist vielleicht irgendwie etwas vorgefallen zwischen euch, ich weiß es nicht. Oder vielleicht bist du so temperamentvoll und hast hier eine Feuerelement und das bereust du jetzt. Vielleicht bist du dann auch so ein bisschen, ist vielleicht auch dein Temperament so ein bisschen mit dir durchgegangen, sage ich jetzt mal. Und du wünschst dir im Herzen wieder diese Ruhe zu finden, ja. Das bereust du vielleicht, dass du auch vielleicht überreagiert hast, ja. Was sehe ich denn noch hier? Du weißt ja, das soll Schritt für Schritt wieder sich entwickeln zwischen euch. Das weißt du ganz genau und du weißt auch, dass da noch der perfekte Zeitpunkt auch kommen wird mit euch zwei. Also es wird eine perfekte Zeitpunkt kommen. Und du weißt auch, dass du von bestimmten Dingen einfach Abschied nehmen sollst. Vielleicht schon von der On-Off-Geschichte, ja? So, was sind so deine Wünsche oder Befürchtungen? Ja, also deine Wünsche wäre jetzt, also dass das höchstens jetzt innerhalb 3 Monate wirklich meiner Pötte kommt. Und ja. Ja, und du hast auch Angst, dass da irgendwie nicht weitergeht. So, oder dein Wunsch wäre, dass es also ernsthafter wird. Ja, also in einem Monat. Vielleicht gibst du auch noch Zeit, einen Monat, dass du sagst, so, jetzt will ich aber mal wissen. So, jetzt schauen wir jetzt noch mal, was sagen die Karten? Ja, die Karten sagen, ihr werdet euch schon bald sehr, sehr bald sehen und die Versöhnung und Treffen steht im Raum. Also darüber denkst du nach, ne? Also das, irgendwie da denkst du nach. Du weißt das schon so ein bisschen, ja? Und es geht es auch da, also die nächsten 6 Monate, ja, dass die Freundschaft auch eine große Rolle für dich spielt. Vielleicht also unterstützen dich auch die Freunde dabei, jetzt auch in eurer Entwicklung. Und du weißt es ganz genau, dass jetzt dieses ständigen Hin und Her, dass es trotzdem die wahre Liebe ist, das weißt du. Und du weißt auch im Herzen, fühlst du auch, dass das, du willst ja diese Freundschaft nicht belasten und du nimmst auch auf die familiären Verhältnisse auch Rücksicht. Also du bist sehr, sehr rücksichtsvolle Persönlichkeit. So nehme ich dich auch wahr, verständnisvoll bist du auch noch. Ja, und ja, ich nehme das aber auch wahr, dass du jetzt auch schon in dir gewachsen bist und sagst, ich Mensch, ich muss mir doch die Krone aufsetzen, ich bin doch hier die Königin. Also in der Selbstliebe zu kommen, das weißt du ganz genau. Und du weißt auch, dass du, ja, dass du bis jetzt auch so ein Stück weit so seine Liebe versucht hast zu erzwingen zu lassen, ne? Dass du das so ein bisschen mit Nachdruck gemacht hast. Und mittlerweile ist es so, dass du die Hoffnung nicht verlieren willst, auf keinen Fall, aber du hast da so ein bisschen eine ganz andere Energie und du sagst, du willst ihn nicht unter Druck setzen. Also, das ist dir klar. Du willst ihn nicht unter Druck setzen, du nimmst da Rücksicht und du weißt aber, ne, du weißt aber um deinen Wert und du weißt, ja, er wird schon noch kommen, das weißt du. Und du weißt auch, dass da jetzt eine Auszeit da ist und diese Auszeit hilft dir auch wirklich hier die Krone aufzusetzen. Ich deute das intuitiv, das ist mir zu klein, da kann ich nicht lesen. Was sind jetzt deine größten Wünsche? Die größten Wünsche oder Befürchtungen wären wirklich, ja, dass man. Du weißt ja auch, dass das jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall ist. Also auf jeden Fall kann das jetzt noch nicht stattfinden. Du weißt es aber auch, dass es eine Herausforderung ist, gibt es von beiden Seiten, dass es eine große Herausforderung auch ist, ne? Und es geht darum, dass man aus dieser Bedürftigkeit rauskommen muss, das weißt du auch. Und du weißt auch, ja, dass er ein Problem hat,
Also er redet und es passiert dann nicht so viel, ne? Und ja, also du willst auf keinen Fall die Affäre sein. Also das ist schon mal klar. Also das war so dein Herz. Jetzt ist ein bisschen längere Legung heute, aber freut euch, denn wir stehen auch kurz vor dem Portaltag und dann ist auch schon mal manchmal auch gar nicht verkehrt, so ein bisschen tiefer in den Karten zu schauen, in die Karten. Und wenn du dich hier wiederfindest, freue ich mich sehr. Und wenn, also ich kann dir auch sehr gerne persönlich eine Legung machen. So, jetzt lass uns doch mal dein Herzlein gucken. Was ist so in seinem Herzen? Also er denkt schon über Glück nach, ne? Er denkt über Glück nach. Also der ist so richtig, der denkt aber, du bist so ein bisschen besessen von ihm, ja? Und deswegen schwindelt er dich auch an, ja? Also im Herzen fühlt er genau diese On-Off-Geschichte mit dir. Genau das Gleiche fühlt er denn. Oh, aber der fühlt auch, dass es hier eine wahre Liebe ist mit euch zwei. Das sind so gute Entwicklungen. Und was sehe ich denn? Im Herzen will der sich versöhnen mit dir. Also das ist doch super und mega. Ja, also im Außen findet aber trotzdem eine Auszeit statt. Und ich sehe hier, also im Grunde kommt es so schon zum Happy End, auf jeden Fall. Und ja, schon mal hier, er wird eine Entscheidung treffen. So, sein innigster Wunsch wäre die Leidenschaft mit dir. Also das, puh, sein innigster Wunsch wäre die Leidenschaft. Der braucht aber ein bisschen Zeit. Und er will dir eine Nachricht schicken, ja. Aber es kommt alles Schritt für Schritt, ne? Also nicht alles so auf einmal, so nicht auf Anhieb, sondern Schritt für Schritt. So, jetzt schauen wir nochmal in sein Herzlein. Also es geht darum, er will im Grunde Familien gründen, hat aber Angst. Wenn er jetzt Familie gründet mit dir, hat aber Angst. Hoppala. Hat aber Angst. Es geht darum, also muss diese Angst doch loslassen und transformieren. So, er will ja nicht zwischen die zwei Stühle sitzen. Das ist so eine Kindheitstrauma bei dem und will in der Leichtigkeit. Also innerhalb zwei Wochen kommt, also hier kommt zu weiteren Entwicklungen. So nehme ich das wahr und schau mal hier. Also dann heilt das alles bei ihm auf jeden Fall. Und es geht auch ein Stück weit darum, ja, also du sollst ihm nicht anbetteln. Also er hofft ja, dass du ihm anbettelst, ja. Im Grunde würde sich wünschen, ja, dass du zur Königin wirst. Ja, dann wird man zum Königin innerhalb drei Monate, innerhalb einem Monat, ja. Und also da wird er ganz, ganz sentimental, denn ihr seid auf derselben Wellenlänge. Ist das doch cool, ne? Ja, lass uns noch mal schauen. Was denkt ihr denn überhaupt? Also er denkt darüber, dass da so ein bisschen grüne Gras über die Sache wachsen soll, wie das auch hier zwischen euch gelaufen ist. Und er denkt auch darüber nach, der hat so wirklich Lampenfieber. Guck dir das mal an, ist er ganz knallrot hier, der Mann. So, und es geht auch darum, dass, ja, vielleicht auch die Freunde bei ihm spielen eine Rolle. Ja, manchmal braucht man auch Freunde für Umzug und so, ne? Also was ich jetzt hier sehe auf der Herzebene, also er sagt schon viel, passiert aber nicht wirklich was, ne? So, und, oder er denkt das auch von dir. Und schon mal, es wiederholt sich jetzt hier. Also vielleicht wünscht er sich auch im Herzen, dass er die Krone aufsetzt für sich selber. Und er will sich ja auch, dass er sich für dich entscheidet. Also er will sich auf jeden Fall entscheiden. Das muss er dann auch. Also man kann ja nicht immer dieses Hin und Her. Und wie geht es weiter? Ja, also er weiß es ganz genau. Er weiß das ganz genau, dass da also so sehr, sehr tiefe Gefühle da sind. Und es geht darum, also diese tiefe Gefühle geht es darum, also um Vertrauen zu haben auch, ne? Also in diese tiefe Gefühle Vertrauen zu haben. Und es geht auch ein Stück weit darum, ja, wenn du da Vertrauen hast, ja, um die Verliebtheit. Also sechs Monate, innerhalb der nächsten sechs Monate kommt er in der Gänge, ne? Ja, und
Ja, guck mal, der Flaschengeist kommt. Der erscheint wie ein Geist und er würde sich wünschen, dass der Aladdin kommt. Denn er ist total verliebt und ja, bis über die beide Ohren ist er in dich verliebt. Oder würde sich das auch wünschen, dass du das auch bist. So, und es geht darum, dass, ja, im Hier und Jetzt ist ein Drama. Und dass man dieses Kummer loslässt, ja. Jo, schau mal hier. Das ist doch Wahnsinn. Dieselbe Karte. Also nein, er ist nicht nur eine Affäre. Ja, und das denkt er auch von dir, sondern auch wirklich die Liebe. Ist das nicht toll? Ist ja Wahnsinn. Bereite dich auf dieses Portaltag vor und sei auch bei dem Portalkreis auch dabei. Wenn du dich hier gefunden hast, freue ich mich sehr. Ich sage danke und bis bald.